Hi und herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 15. Ich freue mich übrigens dieses Jahr schon drauf auf die 17. Ich hoffe mal, dass richtig geil was kommt. Schauen wir mal. Ja, und natürlich auf unser Rottenkirchen-Map. Dem Modder natürlich ein riesengroßer Daumen nach oben. Ich finde die Map absolut geil. Ist richtig schön gemacht. Man findet jeden Tag neue Sachen raus, was man machen kann. Vor allen Dingen, wenn ich teilweise auf der Test-Map spiele. Also nicht auf der Testmap, sondern auf dem Testspielstand, den ich angelegt habe. Ja, einwandfrei. Ich finde die Map richtig cool. Vor allem, wenn man dann immer alles so ins Rollen bringt. So. So, jetzt ist natürlich der Kartoffelernter schneller fertig, als ich wieder zurück bin. Ne? Weil der Ost kommt doch nicht klar, hat einen gesoffen, dass er hier Kreise gefahren ist. Und jetzt da macht er hier Akkordleistung oder wie? Der merkt es wohl noch. Gibt's ja wohl nicht. So. Ja, wie gesagt, mit dem Kartoffelzeug müssen wir noch sehen, dass wir uns noch einen Dieselanhänger zulegen. Und einen Wasseranhänger. Wir müssen nämlich hier oben die Waschanlage, also die Kartoffelwaschanlage, mit Diesel und Wasser noch befüllen. Kartoffeln schaffen wir ja nun den ganzen Arsch voll hoch. Ja, schauen wir mal. Das ist ja auch richtig, ja, hier kommt die Wiese. Die Frage ist jetzt, wo ist hier der Übergang? Ich glaube, der ist hier vorne. Hier, gell? Genau, wo die Straße ist. Genau. Weil hier, guckt dann mal hier. Wenn wir jetzt hier lang fahren, seht ihr das, wie tief das ist? Das ist schon tief. Das heißt, wenn wir da mit irgendwas reinfallen, kriegen wir das Gefährt nicht wieder raus. Aber trotzdem, ich finde es schön gemacht. So. Ach Quatsch, was erzähle ich? Ich habe vermisst, ich habe den anderen noch gar nicht mal losgeschickt. Das heißt, der steht doch da und macht gar nichts. So. Ja. Fahren, ich will vorwärts fahren. So, nee, der hat doch gar nicht mehr eingesammelt. Ich pfeife. So, naja, das ist aber auch nicht schlecht. Dann können wir gleich ein bisschen Stroh einsammeln gehen. So, da haben wir das schon. So. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, da war hier hinten, da war jetzt nicht genau. Da aufgehört. Weil ein Vorteil hat das kleine Feld. Das ist relativ schnell angesät. Und du kannst gerade machen. Ja, aber nicht so. Alter. Jetzt wird denen aber alles erklären. Ja, egal. So, hier haben wir jetzt. Wir müssen aber irgendwie den nächsten
steht ja nicht Mischfutter da. Da muss ja irgendwie zu produzieren gehen, wenn dort Mischfutter da steht. Starte, bleibt der ja stehen. Das ist ja einfach nicht automatisch wieder aktiv. Das heißt, ich musste den ja jedes Mal neu starten. Und wenn ich das natürlich vergessen habe, dann hat er natürlich nicht gestartet. Ja, das ist ganz klar. Ja, da haben wir natürlich schon die Grenze eigentlich geschafft, wenn wir das Feld hier unten weg haben. Ja, ich sollte doch auf die Straße gucken, da in dem Fall das Feld, was er macht, kann ich auch abgelenkt sein. So. So, mein anderes Projekt, was ich auch noch am Laufen habe, das Space Engineers. Das läuft ja auch relativ gut. Da bin ich auch gerade dabei, einen riesigen Turm zu bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zeitmäßig ein bisschen passt, weil wir müssten jetzt schon fast fertig. Nee, den Turm haben wir, glaube ich, nicht, den haben wir schon fertig. Den Hangar müssten wir jetzt auch schon fertig haben. Natürlich auch ein etwas größeres Projekt, vor allem weil die Folgenlängen auch immer so um die 45 Minuten liegen. Weil alles andere finde ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht getestet, ob sich das lohnt, dass man da vielleicht mal 20 Minuten Folgen mal austesten, wie das da funktioniert. Weil das Problem ist nämlich auch, es muss auch hochgeladen werden und bei meiner Bambusleitung, die ich hier habe, geht das natürlich nicht ganz so gut. Aber das ist halt hier in der Region, keine Ahnung, Standard, das ist das Problem. Ich habe bis jetzt keine Leitung gefunden, wo man einen größeren Upload kriegt oder so. Sonst hätte ich da vielleicht schon mal gesagt, okay, ich werde mein Internet anpassen. Aber ist nicht. Ist einfach nicht. Deswegen lade ich schon an zwei Stellen hoch. Bin jetzt zu Hause und auf Arbeit. Drei Folgen, die pro Tag rauskommen, und das ist auch erstmal meine Schmerzgrenze. Solange ich da kein stärkeres Internet habe, ist das auch meine Schmerzgrenze, weil ich muss auch hinterher kommen mit hochladen, das schaffe ich sonst nicht.
unsere Kartoffeln sind auch gleich wieder voll. Zumindest unsere andere Maschine. Sammler hier, der hat jetzt auch schon die Hälfte erreicht, weil 1 Million passt rein. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, ja, okay, aber wie wir sonst alleine hier so ein großes Feld schaffen. Wie gesagt, ich greife jetzt nur auf die Mittel zurück, dass ich jetzt nicht hier ständig hin und her fahren muss und das wieder ausladen und hin und her und Radar, weil wie gesagt, allein ist das doch ein bisschen sehr groß, die Map. Deswegen, wenn ihr euch berufen fühlt, schreibt mir eine Nachricht. Vielleicht können wir ja das Projekt zusammenleiten. Oder zusammen spielen. Klingt vielleicht besser, leiten. Das klingt irgendwie, naja. Ja, das ist nicht zu unterschätzen, die Lenkung. Die lenkt sehr, sehr schnell. Streifen weggenommen, den ich hätte eigentlich nicht wegnehmen sollen, aber der hat sich kurz schon angeboten. So, unsere Kartoffeln sind auch wieder voll. So. So, da können wir den einen voll machen. Der ist auch schon wieder voll. Warum jetzt eigentlich so viel Geld herbekommen? Haben wir irgendwas verkauft? Jetzt bekommen wir hier automatisch Geld. Mal gucken. Einnahme Ernte. Sonstiges. Was heißt Sonstiges? Wie bekommen wir hier Sonstiges her? Komisch. Verstehe ich nicht. Wie können wir sonstige Kosten bekommen? Für was? Wir haben doch nichts gemacht. Außer hier geerntet. Kann vielleicht sein, dass unser gebeiztes Angebot aufgekauft wurde. Das jetzt gar nicht vorstellen. Muss immer die Beschreibung gucken, ob da auf der Map hier, ob da irgendwas steht, dass hier irgendwas automatisch verkauft wird. Weil normalerweise müsste man das jetzt hier sehen im Füllstand. Im Füllstand hier von Saatgut gebeizt. Ah, da seht ihr das. Da seht ihr das.
Das hat jemand gekauft. Weil wir hatten 14.000 drinne. Da hat jemand gebeiztes Saatgut gekauft. Das wird also automatisch verkauft. Das ist cool zu wissen. Das ist cool zu wissen, weil dann müssten wir ja wieder welches hinschippern können. Aber da warte ich jetzt erstmal, bis es leer ist, dass wir da nichts irgendwie vergeigeln. Weil ich glaube, beim letzten Mal hat mich der Füllstand auf 14.000 angezeigt. Wir haben was reingekippt und ich höre irgendwann. Das ist wohl die Maximalgrenze. Ja, also gebeiztes Saatgut müssten wir auch dann, wenn das wirklich so ist, dass das so läuft, müssen wir unser gebeiztes Saatgut ja auch wieder betrachten. Das ist gut zu wissen, dass das automatisch verkauft wird. So, und ich sehe auch schon wieder, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ja, ansonsten halt noch abonnieren. Ihr seid immer auf dem neuesten Stand, wann die nächste Folge kommt. Ist wie gesagt kein Muss. Das entscheidet natürlich ihr, was ihr macht, ist ganz klar. Ja, den Rest halt alles in die Kommentare, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder sonst irgendwie, es hat euch gefallen oder es hat euch nicht gefallen. Wenn, schreibt mir doch einfach, was euch nicht gefällt. Vielleicht kann man da mal irgendwie ein bisschen was ändern oder sowas. Weil ich mache das ja, also ich möchte das ja für euch machen. Und habt ihr natürlich auch ein Mitspracherecht, ist ja ganz klar. Ja, ansonsten sage ich tschüss und danke fürs Zuschauen.